Bei Stiegenhaus Musik Hashtag 28 Gitarre-Solo von der Sophia, die wir dann auf das Herzlichste willkommen heißen werden. Sophia ist in Prag geboren, aufgewachsen in Bratislava und in Budapest. Sie kam schon sehr früh mit Musik in Kontakt. Die Eltern hatten sie zu einem Klavierkonzertabend mitgenommen und diese Welt der Musik erschien ihr eben als das Wunderbarste und sie wollte gerne ein Klavier haben. Vater Borosch, der ist als Diplomat sehr viel unterwegs gewesen, hat also statt ein Klavier ihr eine reisefreundlichere Gitarre spendiert. Und da gibt es scheinbar auch ein privat gedrehtes Video aus dieser Zeit und das beeindruckt die Sophia immer noch so, weil, wie sie sagt, ich total aus dem Häuschen über dieses Instrument war. Ich muss jetzt gerne mal entschuldigen, dass ich da sitze, aber ich habe Probleme mit dem Stehen deswegen. Sophia studierte dann Gitarre in Bratislava, Budapest und Wien und gewinnt in ihrer Studienzeit beinahe jedes Jahr einen Preis. 2004 wurde sie zum postgradualen Studium an der Gitarrenakademie in Pordenone zugelassen und hat dieses dann 2007 erfolgreich abgeschlossen. Vor circa 4 Jahren schickte sie eben diese historische Aufnahme an den legendären ECM-Gründer Manfred Eicher und schrieb den Satz dazu: Es wäre ein Traum von mir, das einspielen zu dürfen. Passend dazu auch das Zitat auf einer Tafel am Eingang ihres Wiener Ateliers, auf dem da steht: In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Davon sehr beeindruckt engagierte Herr Eicher sie und nahm mit ihr das ECM-Debütalbum in den Octraparte auf. Das gibt es dann auch oben bei der Daniela zu erwerben, kostet 18 Euro, also geschenkt für das, was da alles drauf ist. Das lese ich jetzt noch einmal vor. Der Querschnitt ihrer musikalischen Reise von Wien über Spanien nach Brasilien, Buenos Aires, Kuba und Nordamerika ist ein großartiger. Und das Artige habe ich als Kunstwort da hineingeschrieben. Neben einigen anderen Stücken hört man auch das Ella Preguntor des brasilianischen Gitarristas Dilermando Reis. Und dazu hat Sophia gesagt, also das ist für mich wieder mal wunderbar. Wenn ich dieses Stück zu spielen beginne und immer zu wiederhole, habe ich das Gefühl, dass die Töne ihre eigene Richtung nehmen möchten. Es sei wie eine Reise, bei der man tief einatmet und die Eindrücke ausklingen lässt. Dass wir heute Abend hier im Atelierhaus bei Stiegenhaus Musik diese Eindrücke und Wahrnehmungen miterleben können, dafür möchte ich den Dank auch an Anja Lechner richten. Die langjährige und große Freundschaft der beiden Künstlerinnen verhalf uns zu diesem Ereignis. Frau Borosch sind die unterschiedlichen Werke, die unterschiedlichen Sprachen. Sie zitiert auch dazu: Verstehen und sprechen will. Jeder Komponist hat seine eigene Sprache. Ich versuche sie zu lernen und obwohl es jedes Mal was anderes ist, ist es immer das, was ich gerne sagen würde. Und dazu noch etwas Bemerkenswertes von ihr. Die Tourprojekte, die sie auch schon vor Jahren gemacht hat mit dem Made in Austria Atelier. Und vor allem, also das ist mit einer Stepdancerin, die sie da in Wien gemacht hat. Und vor allem mit dem Fagottisten Bernhard Dinkhauser, den wir da unten noch da haben, glaube ich. Oder ist er jetzt mit Adam nach Hause gekommen? Den möchte ich auch sehr herzlich begrüßen. Er hat sich freigenommen von den Wiener Philharmonikern und vielleicht spielt er uns das Fagott demnächst mal oder nächstes Jahr oder irgendwann. Auf jeden Fall hat Sophia mit der Flötistin Daniela Lana auch das Duo Ariel Leo gegründet. 2008 das Duo-Projekt Andanzas, jetzt das mit der Stepptänzerin Sabine Hasinska. Und dabei haben die Musiker, die Künstlerinnen beide so eine großartige Format entwickelt, dass das auch einem breiten Publikum von Europa bis in den Nahen Osten präsentiert wurde. Und Komponisten inspirierte, neue Stücke wie dieses Zwei-Frauen-Ensemble zu schreiben. Ich könnte kein Stück nicht zweimal hintereinander gleich spielen. Es ist ein schöner Moment, wenn man erkennt, ein Stück darf man so spielen, wie man es selber gerne spielen würde, meint Sophia. Und das ist absolut unüblich, denn in ihrer Ausbildung legt man sehr viel Wert darauf, mit der Interpretation bei der vorgegebenen Stilistik zu bleiben. Der Interpret bleibt dabei am Rande. Die Individualität geht verloren, sagt Sophia. Dazu jetzt noch die Wiederholung unseres Eingangsstiegenhaus-Konzeptsatzes. Nicht so bei uns.
zumal eben in unserem Konzept die Individualität der Künstlerinnen und die freie Improvisation an vorderster Stelle, wir das angesiedelt haben. So, jetzt wünsche ich einen schönen Abend mit Sophia. Bitte um etwas Aufmerksamkeit. Die Akustik ist gut, die Gitarre etwas leiser. Bitte, Sophia. Thank you.
Musik.